Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ja, wir sind in der letzten Folge elendig gestorben. Deswegen entscheide ich mich jetzt mal diesen Weg zu gehen. In der Hoffnung, dass es hier sicherer vor sich geht. Obwohl, das kann ich auch hier bezweifeln, aber irgendwie müssen wir ja hier auch durchkommen. Ich habe hier irgendwas gehört. Ach ne, gleich zwei von denen. Ja, und die nehmen mein Shield wieder hier komplett auseinander. So. Ich habe so das Gefühl, ich darf die U-Taste niemals loslassen hier. Damit ich immer an die Dingens hier komme. Hier geht es auch nicht weiter. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ich glaube, der Weg, den wir hier gegangen sind, ist nicht richtig. Oh. So, erstmal wieder heilen. Und Shielding. Und wahrscheinlich dürfen wir auch gleich irgendwann mal die Flucht ergreifen. Weil ich sehe schon, dass Heal of True und Shielding hier noch bevor wir die zweite Ebene erreichen, falls es hier eine zweite Ebene gibt, hier verbraucht sind. Genauso wie die Heiltränke. Weil hier so viele beschissene Steingolems sind. Wo ist denn die Tür hier? Dann gehen wir mal. Hoppala. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Dann machen wir hier ein Safe Game. Hier machen wir mal auf die 3. Aber wir haben den Weg gefunden. Hier haben wir den Toten wieder. So, wie kommen wir da hin? Jo. Schnell heilen und Bild und heilen. Nein. Ach nee, ich hasse das. Ich hasse das richtig gerade hier. Wirklich. Ah. So. Wir wissen aber, dass wir dahin müssen. Und dann geht's hier auch nicht mehr. Doch. Ich hoffe, der hat sich selber ausgeschaltet. Und Marketing nur wenigstens. So, den machen wir kaputt. Schnell heilen. Shielding. Heilen. Alter! Meine Fresse! Wir gehen hier nur drauf. Kann doch nicht sein. Warte, warte. Ja, das war schon die richtige Tür. Wie beschissen kann das sein? Wo ist er? Keine Ahnung. Der ist draufgegangen. Ja. Hä, wo sind sie? Alter, gleich. Nein. Schnell. Heilen. Genau, Shielding. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Sind die jetzt alle tot? Alter, nee. Da ist noch einer, ganz schnell. Nein, nein, nein. Boah. Falsche Taste erstmal noch gedrückt.
Shielding. Ach ne. Alter. Nee. Komm, geh doch endlich drauf. So. Und nochmal Shielding. So, wir haben das erstmal geschafft. Kleinen Save Point auf die 3. Oh. Ich hasse das gerade hier wirklich. So, wir müssen den Weg Richtung Süden nehmen. Ja, genau, du baller erstmal wie so ein Maschinengewehr da hinten. So. Wir wechseln nochmal auf die Heiltränke. Jetzt kommt's, hier geht's nicht weiter. Wie kommen wir da hin? Okay, funktioniert nicht. Gibt es noch einen anderen Weg? Hier rum vielleicht? Ne. Okay, Plan überlegen. Wie kommen wir da hin? Wir haben hier hinten rechts rum noch nicht ausprobiert. Das heißt, wir müssten hier den ganzen Weg hier so nochmal versuchen zu überleben. Und so wie viele Gegner hier, Steingolems und so weiter gibt's, habe ich aktuell wenig Lust drauf. Wie hier der zum Beispiel wieder. Warum sind hier so viele von denen? So. Den haben wir. Hier so, sofort der nächste, natürlich. Und der hat auch nichts. So. Genau, jetzt gleich die nächste rechts. Hier geradeaus durch. Dann müsste hier ein Weg sein. Und dann müssen wir irgendwie nach rechts kommen. Nee. Hier geht's nicht weiter. Wie kommen wir da hin? Muss es hier vielleicht irgendwie einen Weg geben oder so? Ich weiß es nicht. Aber so wie wir hier drauf gehen, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe keinen Nerv mehr gerade, wirklich so wie wir hier immer am Krepieren sind. Dann google ich einmal den Weg und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe hier jetzt eine Map offen. Also hier auf dem Handy offen. Von das allem hier. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind hier erstmal komplett falsch gelaufen. Und zweitens ist es so unnötig kompliziert an Räumen gemacht worden. Und ja, wir müssen bis hierhin zurück. Das heißt, hier und dann geradeaus durch. In der Hoffnung, dass wir das auch noch überleben. Wo war denn die Tür? Also hier, genau. Hier müssen wir es geradeaus. Und dann hier lang. Und dann immer Richtung Norden. So. Wo sind wir genau schon? Okay. Nein, weg.
Sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir schon richtig. Gut. Dann jetzt nochmal Heal True und nochmal Shielding aktivieren. Und dann müssen wir hier geradeaus durch. Bis dann irgendwann so ein Südkorridor kommt. Ich glaube, das ist der schon. Ja, das ist der. Wo sind sie? Da. Okay, der ging relativ schnell kaputt. Nochmal das. Und das. Okay. So, einen Moment, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Genau, wir sind hier jetzt. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das heißt, wir müssen hier an dem vorbei. Hier noch weiter geradeaus. Ich würde sagen, vielleicht hier einmal hin. Den kaputt machen. Nochmal kurz heilen. Shielding. Du kannst da bleiben. Hier vielleicht nochmal ein Safe Game auf die 3 machen. Und dann müssten wir hier weiter runter. Genau, dann müssten wir hier rein. Den Schatten hier bekämpfen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dieses Spiel fängt langsam an für mich so schwer zu sein, dass ich ohne Hilfe vom Internet nicht mehr weiß, wie ich sonst das hier lösen kann oder soll. So, genau, hier müssen wir jetzt zweimal Richtung Süden. Also hier haben wir einmal Süden, da noch einmal Süden. Und dann müssten wir gleich irgendwo wieder nach Westen gehen. Wo ist er hin? Oh. Alter, wie viel der da ballert. You were a fool to confront me. Ich hasse dieses Spiel gerade, wirklich. Langsam fängt es an, keinen Spaß mehr zu machen. Ich glaube, in keinem Dungeon bin ich jetzt so oft gestorben wie hier jetzt. Ja, genau. Mach mich kaputt. So, jetzt schauen wir mal. Genau, hier geradeaus. Den noch. Ich steck fest. Ich kann mir gerade nicht. Ah, jetzt. Schnell nochmal so. Das hier. Das hier. Nochmal ein Safe Game auf die 3. Umso näher wir es schaffen, dort zu bleiben an der Tür. Also ohne drauf zu gehen. Umso besser. Dann ist mir jetzt momentan erstmal egal, wie viele Safe Games wir machen müssen. Nein! So, warte. Dann den. Den. Waffe wieder ausrüsten. Ach, nö. Sind wir hier etwa noch nicht richtig? Warte mal, wo sind wir gerade? Ah, doch. Das heißt, hier können wir so rum. Okay. Aber hier vielleicht nochmal ein Safe Game auf die 3. Weil wegen... Oh. Was haben wir hier? Was haben wir hier?
will doch nur weiterleben. So. Natürlich, der kommt jetzt auch noch. So, immerhin hat er 20 Gold. So, hier sind wir auch schon mal richtig. Ich meine gerade 3 gesehen zu haben. So, nochmal Shielding. Und Healing. Dein Ernst? Dass du mir jetzt auch noch hier auf den Nerv gehst? Alter! Wie viele wollen noch kommen? Hä? Wir müssen hier doch richtig sein, oder? Doch, sind wir auf. Wollte schon sagen. So. Genau, hier schon der erste von denen. Ja. Nein, 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 nein. Komm, schnell. Nochmal Shielding. Healing. Und die Dinger. Wo ist denn der hin? Hä, wo ist denn der hin? Ich habe keine Ahnung. So, dann wollen wir mal schauen, wo ist denn der andere? Achso, hier gibt's keinen anderen. Okay. Aber wo wir hin müssen, sieht aus, als wäre es irgendwo weiter im Süden. Dann hier auch nochmal ein Safe Game. Wir werden so oder so gleich nochmal drauf gehen. Ja, da. Und dann hier haben wir es. Answer this and pass. I came out of the earth, I am sold in the market. He who buys me cuts off my tail, takes off my suit of silk and weeps beside me when I am dead. Okay, raff ich gerade nicht, was das heißen soll. Wir sehen uns gleich nochmal wieder, ja? So, ich habe mir das hier mal auf Deutsch übersetzen lassen. Über den Translator wieder. Und ich vermute, entweder ist es eine Möhre oder eine Zwiebel oder irgendwie so ein Gemüse. Und dann habe ich nochmal diese eine Seite auch nochmal nachgeguckt gehabt. Hier von UESP Wiki um Elder Scrolls Arena. Ich habe hier rein theoretisch die Antwort neben mir offen liegen. Ich kann darauf jetzt gucken, wenn ich wirklich nicht weiß, was das heißen soll. Also sozusagen so eine Komplettlösung habe ich hier neben mir jetzt rumliegen, dass ich zur Not darauf nochmal zugreifen kann, wenn ich wirklich von selber nicht mehr weiter weiß. Und ich würde erstmal mit einer Karotte oder sowas anfangen. Carrot. Hoppla. Das war nicht das. Carrot. Nothing happens. So, dann würde ich sagen. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Onion. Und jetzt ganz schnell hier nochmal Healing. Und Shielding. Und nochmal ein Safe Game auf die 3. So. Oh, wir haben wieder ein Bracelet. Wo ist der? Da.
Und da haben wir das Stück. Hallo. Muss es anwählen. Muss es nehmen. Hallo. Muss der Zauber erstmal verfliegen oder wie? Ja. Ja, jetzt haben wir's. You have found the tablet Idolan Lancaster sent you to recover. Once it is in this hands, he can direct you towards Mugwood. Gut, dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Auf die 3. Und dann ne, das wollte ich jetzt nicht. Dann nochmal Shielding. Und nochmal ein bisschen Healing. Und auch nochmal Levitation. Dann müssen wir jetzt hier wieder Richtung Norden die Flucht ergreifen. Digga, geht tot. Ah, okay, ich dachte schon, wir. Boah. Schnell. Lieber vielleicht erstmal Shielding. Ja, kann doch nicht sein. Von irgendwo werden wir immer noch attackiert. Von da hinten. Geh kaputt. Ach nee, noch. Nein. Nein. Nein, wie viel? Alter, nein. Shielding. Das. Und nochmal. Shielding. Und jetzt hier ganz schnell. Weg von denen. Hier müsste es irgendwie wieder hochgehen. Genau hier. Wir haben es geschafft. Safe Game auf die 3. Wie viele? So, ich will nicht mehr. Vielleicht auch nochmal Stamina auffüllen. Und Shielding auch nochmal. So. Den kompletten Weg zurück. Hier jetzt links. So, hier wieder links. Durch die Tür. Durch. Die Tür. Ist mir egal, was der da macht. Wo hier nochmal? Genau, hier jetzt rechts. Ach, bleibt doch alle weg von mir. Ich gehe doch schon. Ich will nicht mehr. Uiu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 i. Ich sehe 3 Stück. Boah, alle 3 auf einen Schlag. Schnell. Bisher sind wir nicht die siehst. Okay, hier jetzt rechts. Also nicht durch die Tür, sondern durch den schmalen Gang hier. Ja. Ja. Boah. Puh. Okay. Erleichterung. Wir haben es geschafft. Hoppla. Okay, es ist dunkel. Hier vielleicht nochmal Safe Game auf die 2 wieder. Nein.
Ich hasse die Viecher. So, und Shielding. Wir brauchen eine Taverne ganz dringend. Den da jetzt nicht. Wir brauchen aber eine Taverne. Du, sag mal, nächste Taverne, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Jetzt best auf hier. Gut. Ich hoffe, den finden wir noch rechtzeitig. Keine Ahnung, wo die jetzt sein soll. Aber ich nehme hier auch immer voll die komischen Wege. Taverne. Ja, wir haben es geschafft. So, get a room. Single, genau. Ein Tag, das würde reichen. Ja. So, die Waffe können wir auch noch einstecken. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Camp for a while. Komm. Na warte, wie spät war es denn jetzt wirklich? Jetzt hab... Okay, wir können 10 Stunden durchpennen. Ja, achso. Jetzt. 10 Stunden. Puh. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart in diesem Höllentrip. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir uns noch ein bisschen wieder aufrüsten. Vielleicht nur sogar noch ein paar andere Tränke holen. Mal schauen, wie viel Geld wir überhaupt haben. So, wir haben 7546 Gold. Ja, müssen wir schauen, dass wir uns ein paar Tränke holen, die vor Feuer schützen und vor dem anderen Dings da hier, was die Steingolems da bringen. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!